Servus und herzlich willkommen zu einem weiteren Part hier bei Medieval Dynasty mit eurem Bobas. Ich befinde mich gerade auf dem Weg zu unserem Grabungsschuppen, weil das war nämlich, glaube ich, schon vor zwei Parts als Kommentar drin gestanden, dass ich doch den Grabungsschuppen verlegen sollte. Und das ist eine wirklich sehr gute Idee, denn ich kann den Grabungsschuppen da hinten bei der Mine eigentlich gar nicht gebrauchen. Da ist er nämlich total unnütz. So, und deswegen werde ich da jetzt halt mal ganz kurz hingehen und den abbauen. Es müsste eigentlich so sein, dass ich... Moment. Dass ich da schon alles raus habe. Das habe ich verlagert jetzt halt in den Minenschuppen. Genau, das Ding ist leer. Von daher kann ich jetzt halt hier hin und kann den Grabungsschuppen abreißen. So. Und dann muss ich den allerdings gleich, jetzt muss ich nochmal schauen, dass ich noch gucke, wer denn da eingeteilt ist. Mal ganz kurz aufs Management gehen. Grabungsschuppen. Ah, nicht gebaut, den hat's rausgeschmissen. Okay, alles klar. Dann weg damit. Also, der Grabungsschuppen ist weg. Dann gehe ich mal hier wieder drauf. Und das ist er hier, glaube ich, der gerade Stein gesammelt hat. Der Alaryk. Genau, Alaryk. Der rückt jetzt einmal besser in Richtung Dorf zurück. Der Alaryk. Weil da wird er nämlich seinen neuen Grabungsschuppen vorfinden. Den werde ich jetzt halt mal schnell noch fertig bauen. Das Stroh habe ich zumindest einstecken dafür. So, es hat ja eben auch geheißen, wenn ich die Gebäude baue, dann könnte es durchaus passieren, dass ich für das zweite Gebäude im Grunde dann mal nochmal Steuern zahlen muss. Es könnte durchaus sein, ich kann es mir jetzt halt eigentlich nicht vorstellen, dass wenn sich das jetzt halt mal hier über 10 Minuten überlappt, dass das dann sein sollte. Aber gut, sicher ist sicher. Ich habe jedenfalls den Grabungsschuppen hier hingestellt. Jetzt hoffe ich, ich habe genug Material. Oh, oh. Ich glaube, mir fehlt ein Stroh. Fehlt mir jetzt tatsächlich ein Stroh. Schnattert mir schon wieder ein Fuchs ins Ohr. Die habe ich vorhin ein bisschen gejagt. Mir fehlt jetzt... Nein. Mir fehlt tatsächlich ein einziges Stroh, ne? Ah, naja, gut. Aber zum Glück ist es nicht weit. Das ist ja gleich da. Nur solltet ihr euch wundern, wo ich den hingestellt habe. Ich zeige euch gleich das Gebiet nochmal. Weil da gibt es nämlich richtig viel Ton und wir brauchen Ton. Um den Lehmbewurf fertigstellen zu lassen von unseren Leuten. So. Hier, Stroh. Wo ist Stroh? Ich habe ganz viel Stroh. Da ist Stroh. Ich nehme es mit. Mehr brauche ich jetzt auch nicht. Ich brauche jetzt wirklich nur dieses eine blöde Stroh, dass ich das Ding fertig bauen kann. So, und warum ich mich für die Stelle entschieden habe, sollte dann gleich offensichtlich sein. Ihr habt ja gesehen, ich habe es schon mitten reingebaut. Ich habe hier zweimal Tonvorkommen. Dann habe ich direkt hier neben dem Schuppen habe ich Tonvorkommen. Machen wir schnell das Dach fertig. So, dann ist er nämlich fertig. Hier habe ich Ton. Da hinten habe ich vier Felder von dem Ton. Also, es ist hier wirklich ringsum viel Ton. Und hauptsächlich sollte er natürlich auch dann den Ton sammeln. Jetzt gehe ich nur mal hier auf den... wo ist er? Grabungsschuppen. Zack. Aber dazuweisen. Und wir brauchen den Alaryk. Wo ist er denn? Da ist er, der Alaryk. So, der hat zwar nur zwei Punkte, aber ist egal. Der wird Bergarbeiter. So, das hast du jetzt davon. Wir machen die Steine auf, hätte ich jetzt mal gesagt, auf 30%. Wir lassen den Kalkstein, oder Moment, wir machen 25, 25 bei allen. Stein braucht eine Stunde im Abgebaut. Na gut, Stein ist jetzt halt, glaube ich, nicht einmal so wichtig, oder? Weil Stein kann ich auch schneller mal so sammeln oder selber mal kurz in die Mine hüpfen. Das sollte in Ordnung sein. Okay, in der Mine selber haben wir überwiegend Eisen. Genau, da mache ich nur 5% Stein. Ich mache 15% Salz. Da könnte ich jetzt halt auf 10% runtergehen und mache dafür 85 auf Eisen. So, und wir haben hier noch die Scheune Nummer 2, die gebaut werden will.
von daher wäre es jetzt interessant, wo bekomme ich jetzt halt Bäume her? Weil im Schuppen, in unserem Vorratsschuppen, da ist nämlich nicht allzu viel drin. Vielleicht, jetzt gehe ich mal ganz kurz auf mein Inventar, sollte ich da mal selber was farmen, Eisenpfeile, oh, die Eisenpfeile könnte ich verkaufen eigentlich. Moment, was habe ich denn hier noch? Ach ja, beim Beutel, da wurde mir gesagt, das hier ist kein Eimer, das ist ein Rucksack, der hier hinkommt. Ich kann also quasi Tasche und Rucksack gleichzeitig einsetzen. Das ist natürlich schon genial, ne? Weil da können wir nämlich so viel mehr tragen. Genau, ich habe hier noch Wegerich, Fleisch und Johanniskraut habe ich da. Und hier habe ich halt noch Leder und Pelz und sowas. Das Leder habe ich hauptsächlich einstecken, weil ich gerade noch eine Wildsau gejagt habe. Und den Pelz, weil ich ein paar Füchse erlegt habe. Die armen Füchse. Aber gut. Kommt uns ja alles zugute, ne? Und die spawnen ja ständig. So. Werde ich mal gucken, wie viel Holz ich einsammeln kann, ohne dass ich jetzt groß überladen bin. Und dann sollten wir uns auch wirklich drum kümmern. 44, ja okay, da muss ich runter. Ich muss mich entladen. Da gehen wir mal ganz kurz auf den Hammer. Und dann machen wir nämlich hier zwei, drei Bretterle dran. So, bei den Feldern, jawohl, da ist Flachs angesät. Herrlich. So. Da haben wir halt nur vier Stück einstecken. Ne? Brauche ich Bretter? Ein Rundholz kann ich da noch mit hinklopfen. Und da auch, na gut. Jedes drum ist gut, ne? Ja, ich brauche sehr viel Rundhölzer. Aber jetzt gehe ich erst einmal in die Speis quasi. Werde ich mal gucken. Da kam auch im Übrigen der Tipp, ich solle doch, wenn ich jetzt schon was koche, warum ich denn eigentlich nur das Fleisch koche? Und genau hier, warum ich denn nur das Fleisch koche, warum ich denn nicht zum Beispiel noch Karotten mitnehme oder Zwiebeln oder irgendwas anderes, weil das ja vom Aufwand her genauso groß ist, aber die Dinger natürlich wesentlich mehr bringen. Ja, also die füllen mich ja besser auf. Jetzt weiß ich nur nicht, wie viel Zwiebeln ich zum Beispiel brauche, wenn ich jetzt halt hier mir Fleisch mit Zwiebeln machen will. Schauen wir halt einmal nach. Es bringt ja alles Skillung. Und im Grunde ist es mir dann auch egal, weil wir haben so viel Zeug aktuell da, dass es, ja, ich sage mal, relativ wurscht ist. Oh, geht nicht. Ach, gebratenes Fleisch brauche ich. Okay, dann machen wir halt erst einmal das gebratene Fleisch. Weil es im Grunde ja wirklich egal ist, dann haue ich mal halt 10 Stücken Fleisch rein anstatt 2 Suppen. Ne, weil wir echt Fleisch durch den Jäger sehr, sehr viel haben. So, und die 10 Fleisch, die gehen ja auch relativ schnell. Wir müssen sowieso auch nochmal die Rezepte uns anschauen, weil eigentliche Rezepte müssen wir ausbauen. Besser gesagt kaufen, aber ich habe halt noch nicht so viel Geld. Da muss ich halt echt noch schauen, dass ich ein bisschen mehr Geld verdiene. Noch ein paar von den Waren verticken. Von mir aus auch Fleisch, weil da haben wir echt viel. So, gehen wir mal auf den Kessel. So, irgendwas habe ich falsch gemacht. Ach, das Technologieschema ist nicht freigeschaltet. Das war's. Ich habe hier überall noch ein Schloss drauf. Das ist ja übel. Gehen wir mal auf die Technologie. Taverne. Schauen wir mal. Brei, Haferschleim, dicke Suppe. Da brauchen wir Kohle und Fleisch. Dann haben wir hier Karotte und Fleisch für den Eintopf. Rote Beete und Fleisch. Und da haben wir Zwiebel. Eine Zwiebel und ein gebratenes Fleisch für 150 kann ich freischalten. Dann machen wir das halt einmal. Wir müssen halt so eins nach dem anderen fertigen. Oh, da kann ich auch 10 Stück fertigen. Das ist natürlich gut. Dann mache ich das mal auf die Schnelle. Vielleicht hält sich auch das Fleisch mit Soße wesentlich länger als jetzt halt nur das gebratene Fleisch. Das kann natürlich sein. Habe ich ehrlich gesagt noch gar nicht so groß drauf geachtet. Aber Fleisch mit Soße bringt tatsächlich 25 Punkte, ne? So, einmal, zweimal und schon sind wir voll. Gut. Ich kann die Zwiebeln auch so essen, die geben halt nur 4 Punkte. Aber gut, nur Zwiebeln essen, ich weiß jetzt nicht unbedingt, ob das dann Inga freut, wenn ich dann abends ins Bett gehe. Und ich vorher mir Zwiebeln reingepfiffen habe, von daher lasse ich das jetzt mal lieber. So, das tue ich hier raus, den Wegerich und so weiter, das kommt
in unser Lager. Jetzt wird es eh schon wieder dunkel langsam, ne? Mei, und dann gehen wir schon wieder in die nächste Jahreszeit. Ich habe ja gesagt, entweder wir sehen uns jetzt im Frühling noch, oder wir werden uns dann, oder wir werden uns dann im Sommer sehen. Aber in dem Fall sehen wir uns dann jetzt im Frühling und gehen zusammen in den Sommer. So, die Stöcke auch mal rüber. Das, was wir wie gesagt brauchen, das sind Rundhölzer. Da haben wir 18 Stück drin. Die lasse ich denen auch, weil sonst meckern die nämlich wieder, dass sie nichts haben zum Verheizen. Ich könnte höchstens das Rundholz, zumindest vielleicht die 10 Stück, könnte ich mal umcraften im Brennholz. Da weiß ich halt jetzt ehrlich gesagt auch nicht. Wenn ich jetzt das Brennholz umcrafte in... Wenn ich das Holz umcrafte in Brennholz, ob das dann weniger gebraucht wird. Es hat, war auch ein Kommentar drin gestanden, erinnere ich mich gerade, dass wenn die Häuser mit Lehmbewurf alle gemacht sind, dann brauchen die Bewohner weniger Holz. Ich kann bloß jetzt ganz ehrlich nicht sagen, woran ich das ausmachen kann. Also wo kann ich das sehen, dass die weniger Holz brauchen? Ja, also von wem auch immer der Kommentar jetzt kommt, Entschuldigung, wenn ich mich jetzt daran nicht erinnern kann, es muss ja irgendwo ersichtlich sein. Und wenn es, keine Ahnung, im Management ist, hier vielleicht, die Holznachfrage, weil Nahrung haben wir noch 1200, über 2200. Holz hätten wir 84,5, ne? Na gut, sei es drum. Wir, habe ich das jetzt rein oder habe ich das jetzt noch einstecken? Jetzt bin ich schon wieder so durch, ne? Ah, ich habe es noch einstecken. Da trage ich jetzt das Holz spazieren und wundere mich dann später, warum ich nichts schleppen kann. So, da haben wir das Fleisch mit Soße. Das sollten wir auch. Oh, ich würde das ungern zu Inga reintun, weil die frisst mir das wieder weg. Wir probieren es einmal aus, es ist egal. Mir ging es da um das Skillen. Komm, wir tun einmal Fleisch mit Soße, zumindest 7 Stück. Tun wir raus, eins behalte ich mir, für den Moment, wo ich dann doch das kleine Hüngerchen noch merke. Und wir werden jetzt, genau, Lehmbewurf. Oh, ich bin schon wieder, ne, 1000 Baustellen gleichzeitig will ich schon wieder machen. Den Lehmbewurf, wie viel haben wir? 86. Mit 86 kann ich natürlich nicht ein ganzes Haus, glaube ich, machen, ne? Ich glaube, das haut nicht hin. Machen wir mal hier 25. Dann können wir nämlich... So, dich haben wir ja fertig. Aufrüsten, du müsstest fertig sein, dein Haus. Ja, du bist fertig und wenn ich da bin, trinke ich gleich einmal einen Schluck aus dem See. Yummy, yummy, frisches Seewasser. Dann machen wir das da. Gucken wir mal. So. 6-mal Lehmbewurf. Ob man das... Ja, das Haus könnte man schaffen, ne? Das könnte gerade so hinhauen mit dem, was wir dann noch auf Lager haben. Hey, hör auf, so in die Luft zu hauen. So, ja, du musst schon wieder durchschnaufen, ne? Das ist ja echt schrecklich mit dir. Machen wir mal ein bisschen Licht. So, da brauchen wir noch eins. Da oben sind 6, dann sind 7. Sind es 13. 13, 19, 25 mal Lehmbewurf. Machen wir die Fackel wieder aus. Die ist mir jetzt zu grell. Ups, Moment. Jetzt habe ich da was falsch gemacht. Lehmbewurf. Okay, hier. Okay, gut. Dann können wir das Haus sogar fertig machen. Ich hätte es jetzt nicht gedacht. Aber das ist natürlich gut, ne? So, dann haben wir das zumindest auch immer wieder gemeinsam gemacht. Das braucht natürlich ein bisschen, bis der Lehmbewurf immer hergestellt ist. So, und noch 7 Stück. Halt, da oben waren die 6 Stück noch. Jo, und damit ist das Häuschen vollständig mit Lehm beworfen. Oh, habe ich gar keinen Speer mehr? Naja, ist egal. So, jetzt könnte ich mal ganz kurz schauen, ob ich das jetzt noch sehe. Holz 131,4.
es kann schon sein, dass man das daran sehen kann, ne? Also mit Lehmbewurf werde ich auf jeden Fall alle Wohnhäuser aufrüsten. Ich glaube, ansonsten kann ich die nicht weiter aufrüsten, ne? Das geht nur das da. Und hier geht im Grunde nichts. Also da kann ich verbesserte Steinmauer mitfällen. Ach, das war, glaube ich... Oh, meine Bewohner setzen sich jetzt auf die Schemel, die ich da gebaut habe. Das ist ja auch nicht schlecht. Können wir da mal ein gescheites Lagerfeuer hier machen? Das wäre doch auch gut. Crafting. Das ist wahrscheinlich eh... was brauche ich da? Ein gescheites. 12 Steine und 6x Brennholz. 12 Steine und 6x Brennholz. So, war zwar jetzt genau andersrum, wie ich es eingeladen habe, aber das ist ja egal. Also sollte ich ein paar Sachen manchmal vergessen, die ihr mir in den Kommentaren schreibt, bitte nicht böse sein. Es ist manchmal echt so viel und manchmal fallen mir die Sachen dann halt so nebenbei noch ein. So, wollen wir das da hinstellen? Dann hocken die da, ja, das machen wir dahin. So, entzünde das Feuer. Und schon haben wir unser Dorffeuer. Schön. Da drüben die erste Fackel. Jo, das passt. Der Flachs sollte auf jeden Fall fertig sein jetzt dann im Frühjahr. Ne, nicht die rote Beete. Wo waren jetzt denn nochmal? Flachs, wo bist du? Da war's, ne? Ne, rote Beete. Flachs. Flachs, Flachs. Moment. Inventar. Ah, ich habe gar keinen Beutel einstecken, dass ich da mal nachgucken kann. Aber das kann ich doch hier beim Management machen. Felder. Feld 9. Mal angucken. Wachstum. Okay. Ich gehe mal kurz auf den Flachs. Da wird mir nichts angezeigt, ne? Ach, ist ja auch total egal. Ist ja auch egal. Hier wollte ich noch Zäune bauen. Ich wollte ganz viele Fackeln bauen. Ich wollte ganz viel bauen. Überwiegend wollte ich jetzt halt eigentlich mal Holz sammeln, ne? Wir könnten, oder ich könnte ja mal ganz kurz nach da vorne laufen. Wie spät ist es denn? Es ist jetzt 19.07 Uhr auf der Uhr. Das würde heißen, ich könnte zum anderen Lager gehen und da erst einmal ein bisschen Holz fällern. Das wäre, glaube ich, ganz gut. Dann hätten wir... Eigentlich ist ein Holz drin und dann könnten wir die Scheune nämlich auch bauen. Das wäre, denke ich mal, auch ganz gut. Aber ich denke auch, dass ich die Scheune diesmal fertig mache. Alle, die in der Scheune arbeiten, rüberziehe. Und dann erst das andere Gebäude abreiße. Oder ich lasse das alles. Dass wir dann halt Scheune 1 und Scheune 2 haben. Und sollte dann die dritte Scheune freigeschaltet werden, dass wir dann quasi die erste Scheune wegreißen. Das können wir auch machen. Weil ich denke, mit zwei Scheunen ist man doch dann ganz gut aufgestellt. So, jetzt laufe ich einmal davor. Die Bäume wachsen ja zum Glück so alle 2 Jahre nach. Aktuell haben wir da natürlich noch ein wenig einen Kahlschlag. Aber ich würde sagen, das mache ich jetzt halt mal. Dass ich hier so ein paar Bäume fälle und ins Lager schaffe. Das wäre wichtig. So, und weil ihr dann nicht seht, wenn ich das mache, werde ich dann natürlich mal wieder einen kleinen Cut machen. Und wir sehen uns dann quasi in der nächsten Früh. So, und jetzt geht es zurück und wir haben den Sommeranfang. Und ich kann mich natürlich nicht bewegen. Weil ich habe mich jetzt ja gerade schon wieder so voll gefüllt mit Materialien, weil ich es einfach nicht mehr geschafft hätte zurück. Deswegen habe ich das jetzt einfach mir mal alles so reingestopft in die Taschen. So, hier könnte ich noch, aber ich will nicht. So, zum einen geht's erstmal raus. Hallo, guten Morgen Nachbarschaft. Und dann werden wir gleich mal nach da vorne gehen zu der Scheune. Ich werde natürlich hier noch ein bisschen auf die Pfeiltaste drücken, dass ich dann doch ein bisschen schneller noch laufe. Und ich hoffe, die Jungs und Mädels, die holen da richtig viel Flachs vom Feld, weil das müsste nämlich jetzt dann, glaube ich, geerntet werden, wenn ich mich jetzt nicht komplett täusche.
Aber ich kenne mich. Ich täusche mich oft. So, die zweite Wand. Die vierte Wand. Moment, innen ist doch auch noch, ne? So, dann hätten wir das Innenleben schon mal fertig. So, und da brauchen wir natürlich noch ganz viel. So, mal ganz kurz rübergehen. Flachs, jawohl, der kann geerntet werden. Hervorragend. Und wir haben richtig viel Flachs. Viel Flachs, viel Weizen. Das ist gut. Und da drüben haben wir auch noch das Flachsfeld. Also, das ist... Jawohl, also das wird richtig viel an Flachs geben. Hier haben wir auch ganz viel Kohl. Wow. Oh, und da ist ein kaputtes Dach. Moment, mal ganz kurz schauen. Reparatur. Vier Stroh, das machen wir natürlich nicht. Oh, und die da drüben muss ich auch wechseln. Nee. Ich muss jetzt, glaube ich, wirklich erst einmal... Also an meinem Haus mache ich auf jeden Fall Holzbretter. Aber an dem anderen, da mache ich jetzt erst einmal nur Stroh rein. So, da brauchen wir Stroh. Da hat auch irgendwie... Oh ja, da geht schon los mit dem Flachs. Schon 34 Stück drin. Und die haben sich noch nicht einmal wirklich zum Feld bewegt, ne? So, ich nehme mal hier, keine Ahnung, 72 Stück mit. Hab ich denn Bretter? Oh, Bretter habe ich. Das ist cool. Dann kann ich nämlich für unser Haus gleich mal 12 Stück mitnehmen. So, und da wollte ich mal ganz kurz aufs Management gucken. Management. Und zwar, nein, es ist niemand heimatlos bei uns. Das ist schon mal gut. So, das hier muss ich natürlich abreißen. Bitte nur das Strohdach. Jetzt gehe ich mal ganz kurz auf den Management. Heimatlos, also Inga, Strokobor und natürlich auch ich. Wir sind jetzt gerade heimatlos. Das ist natürlich nicht so schön. Und ich habe wieder das Rundholz vergessen. Ne? Das ist jedes Mal das Gleiche. Jedes Mal vergesse ich das Rundholz. Aber gut, wenn, dann kann ich ja das da hier auch dann gleich machen. Deswegen hole ich jetzt mal ganz kurz nochmal 12 Bretter. Wo seid ihr? 11, 12 und noch 2 Rundhölzer. Ich meine, da habe ich ja genug gefarmt davon jetzt. Weil dann kann ich nämlich das mittlere auch gleich machen. Dann hätten wir das einmal abgeschlossen. So, zack. Und jetzt sollte eigentlich, jawohl, Inga und Strokobor sind jetzt natürlich wieder nicht heimatlos. Also insofern passt das alles. Das ist echt nur so für den kurzen Moment, wo ich mich da hinstelle und das Dach wegreiß, ist man heimatlos. Und sobald man das Dach wieder draufgesetzt hat, ist das wieder alles in Ordnung. So, 92% hat sie jetzt zur Zufriedenheit. Na, das ist doch mal was. So, hier machen wir noch ganz kurz Reparatur. Aber das war das andere Haus, ne? Oh, was haben wir denn da? Brauchen wir da Stöcke? Und da habe ich wieder keine einstecken, ne? Eieiei. So, wo ist das andere Dach? Oh, da ist ja das ganze Dach kaputt schon. Ich hoffe, ich brauche nur nicht irgendwie einen Rundholz oder so. Ich möchte mal wissen, wo unser Huhn sich eigentlich immer rumtreibt. Oder die Gans. Ich habe einmal die Gans gesehen, da war sie im Wasser da vorne drin. Und hat fröhlich geplanscht. Ja, die Tiere fühlen sich halt wohl hier, ne? So, wir brauchen auf jeden Fall da auch noch was zum Reparieren. Deswegen hole ich dann gleich nochmal ein paar Stöcke. Das fängt halt jetzt wieder an, ne? Wir müssen die Gebäude im Auge behalten, dass die uns nicht kaputt gehen. So, jetzt muss ich nochmal davor, dass wir die Scheune erst einmal machen. Ja, schnauf durch. So, weil dann haben wir nämlich die Scheune wieder instand gesetzt. Da ist, glaube ich, nichts, weil die sind noch relativ neu. Aber hier. Am Lebensmittellager. Gerade da. So, die Jagdhütte natürlich auch. Nein, und jetzt geht mir der Hammer kaputt. Das gibt's ja wohl nicht. Es ist doch immer wieder das Gleiche. Also gut, aber das Lager ist ja gleich da. Normalerweise sollte ich da noch einen Hammer haben.
Jawohl, Eisenhammer. Ne? Auf unsere Handwerker ist doch Verlass. Auf unsere Handwerkerin, muss ich ja sagen. Ne? So, Moment, hier. Eisenhammer, zack. Den rüsten wir aus, wieder auf die 3, so wie es sich gehört. Nimm den mal in die Hand, bitte. Hier. Reparatur. Unsere Jägerin steht drin und guckt. So, was ist mit dir? Hast du da irgendwas drin? Oder die Steine halt, ne? Die ich da reingelegt habe. So, Frau Jägerin, was machen Sie da? Nix. Ja, nix ist ja auch was, ne? So, ansonsten ist, glaube ich, alles in Ordnung. Schauen wir mal ganz kurz auf die Häuserliste. Normalerweise steht es dann immer da. Ja, nicht gebaut, klar. Die Scheune 2 haben wir nicht gebaut, aber ansonsten sind jetzt alle Dinge fertig, alle Häuser repariert. So, jetzt gut. Dann holen wir uns mal ein bisschen, was können wir ja einladen. 153 Flachs. Ey, wenn ich da um die 500 habe, da stehe ich wahrscheinlich ein ganzes Drittel von so einer Jahreszeit. So, schauen wir mal. Wir können 25 können wir ein. Oh, wir können sogar mehr einsacken. Das war jetzt eins zu viel, aber das stört nicht. Ich nehme mal gleich noch eins mit. Halt, kann ich irgendwas raustun? Wir könnten zum Beispiel die Stöcke raustun, die braucht man nicht. Und beim Stroh bin ich mir jetzt ja gerade nicht sicher. Obwohl die Scheune 2 wahrscheinlich eher Bretter braucht, ne? Ich weiß es jetzt gerade nicht. Aber ich bin mir relativ sicher, dass die Bretter braucht. So, jawohl, du erntest den Salat. Das ist cool. Da ist natürlich auch die Frage, ne? Jetzt ernten die. Aber schaffen die das eigentlich dann alles zu ernten? Schon, ne? So wie es ausschaut. Ich gucke mal ganz kurz dahin zu ihm. Oh ja. Jawohl, cool. Das läuft. Da sind ganz viele Zwiebeln. Hervorragend. So. Scheune 2, Holzwand habe ich schon fertig. Ach so, jetzt. So, das haben wir aber auch gleich. So. Dachmäßig, was fehlt da? Rundhölzer, klar. Und Stroh. Ja, dann war es doch gut, dass ich das Stroh habe einstecken lassen. Aber Rundhölzer fehlen dann noch. Da bin ich auch mal gespannt, wie viele dann. Ich glaube, über so die 3 Stück müssen es sein. Machen wir erst einmal das ganze Stroh drauf. Dann haben wir das nämlich schon mal weg. Dann haben wir ein Rundholz. Da brauchen wir kein Rundholz mehr. Jetzt sag bloß, mir fehlt nur ein einziges Rundholz. So wie es ausschaut, ja. Nein, das gibt's nicht. Uns fehlt ein einziges Rundholz. Aber ganz ehrlich, da fälle ich jetzt ja da drüben einfach mal einen Baum und fertig. Komm, hier so eine. Ja, doch, das Ahorn. Das Ahorn bringt halt einfach immer 4. Rundhölzer. So, und ihr seid da im Wasser. So, zack, gut. Einmal wieder Hammer ausgerüstet. Und dann hätten wir nämlich die Scheune Nummer 2 ausgebaut. Da. So, Scheune 2 abgeschlossen. Jetzt müssen wir im Grunde bam, 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 einmal hier drauf. Genau. Ach, wir können hier 8 Leute beschäftigen. Deswegen. Okay, eigentlich können wir ja dann die Scheune hier stehen lassen. Ne? Die sollen einfach weiter werken und wir können dann da auch nochmal 8 Leute reinhauen oder 4 oder wie auch immer. Und machen dann da noch mehr Felder. Dann wird es hier so eine richtige Felderwüste. Und wir können richtig viel Zeug anbauen und verticken. Vor allem halt die
die Samen, ne? Das ist halt das Gute. Schauen wir mal da rein, was wir schon in der Kiste haben. Karotten und 50 Dünger. Aber ich glaube, die Karotten kommen nur da rein, weil das Nahrungslager voll ist. Schwuppdiwupp. Schauen wir da mal rein. Ja, guck, 199 Kilo oder 199,9 Kilo von 200, die reingehen. Das ist dann ganz klar, ne? So, den Trinkschlauch nehme ich jetzt mal raus. Ich nehme jetzt mal raus den Fisch, der bloß noch 62% Haltbarkeit hat. Und beim Fleisch nehme ich raus diese 13,8 Kilo. Weil die ja auch nur noch bei 62 waren. So, wir haben hier ganz viele Karotten. Wir haben hier, ah ja, wir hätten hier auch nochmal Zwiebeln, die wir rausnehmen können. Und ihr seht schon hier, ne? Also die Samen sind ganz, ganz viele jetzt. Das heißt ganz, ganz viele Flachsamen. Ja gut, einen. Okay. Haferkorn, Karottensamen 98. Aber das hier wird noch aufgefüllt. Weizen 110, Weizenkorn 2, Zwiebelsamen. Okay, also da kommt schon irgendwas zusammen dann. Ich würde sagen, ich gehe jetzt halt mal hier in die Gastwirtschaft. Ah, du bist am Kochen. Kannst du da irgendwas kochen? Habe ich da irgendwas freigeschalten? Die Brote, glaube ich, habe ich freigeschalten, oder? Ja, ich habe die Brote freigeschalten. Deswegen steht die nämlich da und kann quasi kochen. Habt ihr da schon was zum Essen drin? Ja, gebratenes Fleisch, super. Super gebratenes Fleisch habt ihr da drin. So, Steingitter. Ich kann Fisch machen und das machen. So, am Topf selber könnte ich, wenn dann nur, 22 gebratene Fleisch machen. Ja, ich verjag die ganze Zeit. Die ist bestimmt schon sauer auf mich, weil ich sie die ganze Zeit wegdrücke. So, R. Das heißt noch 21. Die mache ich jetzt mal ganz kurz. Und dann mache ich hinterher gleich noch die Suppe. Wobei, ich könnte mir das ja auch aufheben für das Nächtens, ne? Das könnten wir eigentlich auch machen. Wir heben uns das auf für einen Nachtjob. Gehen wir mal, wo bist du? Inventar. Essen. Wir haben noch einmal Fleisch mit Soße. Das bringt uns jetzt nur noch 25%. Ach stimmt, in der Tasche verbraucht sich das ja schneller, ne? Okay, dann machen wir es so, wir packen euch das hier in die Truhe rein. Entweder die werden das von hier aus verarbeiten oder nicht. Oder nicht. Das könnt ihr jetzt entscheiden, wie ihr wollt. Also Essen haben wir auf jeden Fall ja, von der Produktion hier für die nächsten 100 Jahre. So, ihr steht da vorne statisch rum. Ne? Einmal um Huhn kümmern, einmal um Gans kümmern. Und wir werden uns jetzt weiterhin kümmern um, ja, aber nicht um die Scheune, ne? Weil die Scheune ist ja fertig. Wir müssen uns darum kümmern, dass wir Leute herbekommen. Und da haben wir auch nochmal zwei Quests. Ach komm, schauen wir mal, was wir da für Quests haben. Ich mache jetzt dafür mal einen Zwischenspeicher. Nein, da wollte ich nicht drauf gehen. Isbor. Isbor, was magst du? Sammelst du? Der ist ein alter Sammler, ne? Der Isbor. Isbor, bleib mal da. Kann ich dir bei etwas helfen? Ich könnte deine Hilfe gebrauchen. Ich wollte mein Haus renovieren, aber ich habe keinen Bauhammer bei mir. Kannst du mir einen bringen? Na, Logo. Logo können wir das? Können wir das? Schauen wir mal, was brauchst du denn für einen? Einen Eisenhammer. Naja, gut. Komm, kriegst du meinen. Ich hole mir einen neuen. So, ja, hier hast du. Vielen Dank. Gut. Schauen wir mal, wer hat noch eine Quest? Hier, Niradka hat eine Quest. Ich werde mir bloß erst einmal gleich entweder hier einen rausziehen. Nein, habe ich nicht. Gehen wir nochmal ins Lager. Vielleicht hat sie schon einen gefertigt. Ansonsten fertige ich den selber auf die Schnelle. Nee, da ist nichts drin. Dann zweimal Eisen. Und ich glaube einmal Stocken.
was war da die ganze Zeit gestanden? Ich habe mich jetzt gerade gewundert, was das ist. Lässt du mich da mal ganz kurz her? Ich bin auch gleich wieder weg. Ich mache nur mal ganz kurz mir einen Hammer. Das dauert nur 10 bis 11 Sekunden insgesamt. Aber dann hätten wir gleich wieder einen neuen Hammer. Ist ja egal, für die Quest kann ich ihm das schon geben, ne? So, raus da. So, du kannst wieder am Amboss. Und wir schauen mal da vorne. Niradgar hat ein Bedürfnis. Und ich werde es jetzt auch hier so machen, dass ich kurz vorher speichere. So, zack, Quick Save. Kann ich dir bei etwas helfen? Ein Kunde. Ich bin mir nicht sicher, ob ich es jetzt schon kaufe. Warum? Du denkst doch nicht etwa daran, etwas in dem anderen Dorf zu kaufen, oder? Du scheinst den Wettkampf nicht zu mögen. Das ist nur professionelle Rivalität. Ich stelle die besten Produkte in unserer Region her. Vielleicht sogar im ganzen Land. Sag, wärst du daran interessiert, mir zu helfen, das zu beweisen? Es kommt drauf an, was du möchtest. Ich gebe dir meine neueste Arbeit, die ich gerade gecraftet habe. Du gehst ins andere Dorf und zeigst sie der Betrügerin. Sag ihr, dass es das Beste ist, was du je gesehen hast. Okay, das kann ich machen. Großartig, hier ist es. Dass es ihr zeigen wird. Okay, was gibst du mir jetzt oder was hast du mir gegeben? Nähe mich. Liefere bis Lubomira einmal edle Schuhe. Ja, holla. Wo bist du? Ah, okay, das ist nicht allzu weit. Das ist bloß da oben. Da können wir ja schneller mal hinfetzen. Einmal kurz durch die Schweine durch hier. Wenn da überhaupt welches hin. Aber ich denke schon. Die werden mich bestimmt gleich angreifen. Ich habe natürlich zur Sicherheit keinen Speer dabei. Ist ja logisch. Moment, ich gehe mal hier auf meine Armbrust. Also hier gibt es echt viel Ton, ne? Muss ich sagen. Ich hoffe, der wird viel abbauen und wir werden viel Lehmbewurf bekommen. So, ich wollte auch mal reinschauen in die Scheune, weil mich interessiert, wie viel Lagerkapazität jetzt da auch noch ist. Weil wenn das Lager wirklich mal voll sein sollte, irgendwann, wir kriegen wir 2500 Tonnen, Kilo unter insgesamt. Dann ist natürlich die Frage, wie viel Überlauf kann ich machen? Ah, du tanzt schon wieder hier. Womit kann ich dir helfen? Ein Näher aus einem anderen Dorf bat mich, hierher zu kommen. Und was möchte sie? Ist das ein Trick? Nicht ganz. Sie wollte, dass ich dir etwas zeige, das sie hergestellt hat. Ach, das ist gut, aber nichts im Vergleich zu meiner Arbeit. Geh und zeig sie ihr. Sag ihr, dass sie viel schöner ist als ihre. Wenn du willst, kannst du sie danach behalten. Okay. Oh, ich krieg neues Schuhwerk. Was habe ich jetzt von der bekommen eigentlich? Nehme ich? Was? Ich habe jetzt halt einmal edle Schuhe bekommen und zweimal eine Pelzhaube. Oder wie? Zeig mal. Edle Schuhe. Aha. Die haben einen richtig guten Preis, ne? Da könnte ich ja klettern, meine Rasimirs Schuhe dann direkt mal zu Hause lassen. Und kann mir die edlen Treter überziehen. Ne? Ansonsten meine Schuhe. Wenn ich mir die so anschaue. Die Ledertreter. Die sind doch eigentlich nicht immer so schlecht. Die haben doch bis jetzt ihr Werk gut getan. So. Wir sind auch gleich da. Sekunde. Schnauf dich aus. Ja. Nimm auch mal die Armbrust weg. Und danke auch nochmal an euch für das Lob, dass ihr gesagt habt, ich habe das ganz gut aufgebaut hier. Ich hoffe zumindest, dass es wirklich so passt, wie ich es gebaut habe. So, da bin ich wieder in Niradgar. Hallo, ich bin zurück. Was hat sie dir gesagt? Hat sie endlich zugegeben, dass ich besser bin? Nicht ganz. Sie wollte, dass ich dir etwas zeige, das sie hergestellt hat. Ich will ihre schreckliche Arbeit nicht sehen. Sag mir, welche Arbeit besser ist. Dein Gegenstand ist eindeutig besser. Kein Wettbewerb.
Ha, ich wusste es. Gib mir, was sie dir gab. Ich werde es direkt auf sie werfen, um den Ausdruck in ihrem Gesicht zu sehen. Okay, los geht's. Also habe ich die jetzt doch nicht behalten dürfen, oder? Doch, ich habe die edlen Schuhe. Ja, super. Zack, die schauen wir uns dann gleich einmal an. Na? Das ist doch gut, oder? Eigentlich. Das passt doch. Okay. Gehen wir mal ganz kurz noch da rein, weil ich will mir nämlich wieder einen Speer aneignen. Eiserner Speer. Jawohl, den können wir dann nämlich mitnehmen. Was haben wir sonst noch Unsinniges mit dabei? Ich habe jetzt gerade Rundhölzer mit dabei, die kann ich raustun. Die Stöcke und natürlich auch das Stroh. Was mich jetzt halt interessiert ist... Boah, 679 Flachs. Wahnsinn. Habe ich schon Fäden? Nein, habe ich noch nicht. Also Leute, wir müssen noch mehr Flachs ansehen. Das sehe ich jetzt schon. 679, ich meine, das wiegt ja fast nichts. Ne? Wir haben 2500 Kilo. Muss ich mal ganz kurz gucken. Und zwar habe ich da Körner drin, Nina. Ich habe hier keine Körner drin. Das habe ich wahrscheinlich in der Scheune. Da hüpfen wir mal ganz kurz rüber. Halt, falsche Richtung. Darum. Dahin, darüber. Und da wollte ich eh mal gucken wegen Lager. 100 Kilo. Und dann sind das wahrscheinlich... Es werden die nicht zusammengefasst, ne? Ah, ist natürlich blöd. Gehen wir mal darüber. Will ich mal da reingucken. 100 Kilo auch. Jetzt habe ich gedacht, das ist doch das, die Scheune 2. Oder habe ich da jetzt irgendwas verkehrt gemacht? Wahrscheinlich, ne? Ich kenne mich, ich habe wieder irgendwas falsch gemacht. Gebäude, Landwirtschaft, nein, Lichtlandwirtschaft, Ressourcen. Überleben? Ich gehe immer aufs Falsche, ne? Das ist schon, das habt ihr schon auch gemerkt, ne? Ach da, die Scheune 3 brauchen wir. Die Scheune 2 haben wir im Grunde. Moment, ich gehe mal dahin. Management... Zack. Ne, ich habe die Scheune 1 und die Scheune 2. Wo ist jetzt dann da bitte der Unterschied? Okay, wir werden Siegfried als Farmer mal raustun. Und zwar in die Scheune 2. Aber dazu weisen Siegfried als Farmer. So. Und du magst... Oh, jetzt muss ich natürlich gucken, ne? Haferkorn, Roggenkorn, Weizenkorn, Flachsamen natürlich. Da können wir sogar ein bisschen mehr angeben, vielleicht 25. Mehl werde ich alles nur mal auf 5 machen. Lehmbewurf machen wir auf 25. Tierfutter nur auf 5. Dünger und Dünger auch nur auf 5. Dann mache ich lieber hier nochmal Flachsamen. So, zack. Dass das gemacht wird. Alles klar. Dann gehen wir nochmal in die Scheune rein. Keine Arbeiter, jawohl. Das passt. Und ansonsten wird ja gesammelt, ne? Feldarbeiter. Ne, die machen halt einfach nur die Feldarbeiter und fertig. Na gut. Cool. So, jetzt muss ich mal schauen. Ja, also rein zeittechnisch wäre es auf jeden Fall jetzt halt mal ganz interessant, dann langsam einen Cut zu machen, aber ich wollte eine Sache noch machen. Ich will ja noch viele Sachen machen, das wisst ihr. Ich weiß bloß immer gar nicht, wo ich anfangen soll. So, wir gehen mal ganz kurz daher. Wir schnappen uns mal so ein kleines bisschen Rundholz. Ach komm, nehmen wir 4 Stück, das müsste eigentlich reichen. Bisschen Stroh, da nehmen wir jetzt halt einfach mal... Ich nehme mal 30 mit, ist egal, aber lieber dann nochmal Rundhölzer. Was können wir da nochmal nehmen? Nochmal 10 Kilo? Jawohl, passt. Weil ich nämlich
mich so ein bisschen hier umgeguckt habe und dachte mir, warum sollte ich das nicht machen, dass wir hier an dem Haus, weil das ist eine schöne Wand, Zielscheiben aufbauen. Weil da haben wir ja keine mitgenommen, ne? Wir könnten jetzt zum Beispiel hier so ungefähr, so zwischen die zwei Balken, zack, hier mal eine Zielscheibe aufstellen. Und, nein, dahin. Und nochmal eine. Ah, ich brauche 5 Rundhölzer. Alles klar, Moment. Gehe ich nochmal ganz kurz, hol mir nochmal die 2 Stück. Weil ich würde nämlich gerne 2 Zielscheiben da aufbauen. Wo seid ihr, wo seid ihr? So, gleich wieder zurück. Im Grunde sowas machen wie so einen Übungsschießstand. So, einmal Kuh, da drauf und was habe ich denn jetzt? Oh Gott, ich habe die Rundhölzer raus... Oh Gott, wie peinlich. Ich habe tatsächlich die Rundhölzer rausgeschmissen, anstatt sie rein mitzunehmen. Rundholz hier. Verdammt. 4-mal, jetzt müsste aber passen. Ein Trinkschlauch kann ich im Übrigen auch noch verkaufen, den einen. So, gleich mal hier drauf. Zack, Möbel. Was habe ich denn da falsch? Ach, ich brauche 20 Stroh. Oh meine Güte, das ist jetzt noch peinlicher als peinlich. Da will ich einmal was machen. Und dann vergucke ich mich so dermaßen, weil ich jetzt ja gerade so... Ne, noch so zum Schluss noch ganz schnell das machen. So, schau nach, ob es jetzt tatsächlich funktioniert. Jawohl, wir können eine Zielscheibe bauen. Also, das machen wir jetzt halt noch eine zweite Zielscheibe. So, die soll ja dann im Grunde hier daneben, ne? So zwischen die zwei Hölzer. Aber in einer anderen Entfernung. So, und dann habe ich Stöcke einstecken. Ich hoffe, ich habe Stöcke einstecken. Zäune, und zwar so einen ganz normalen Holzzaun. Da brauche ich allerdings Bretter dafür. Boah. Weiß ich noch nicht. Schauen wir mal. Der ist, glaube ich, relativ niedrig, ne, dieser Holzzaun. Na komm, mach. Zack, einmal. Und dann mache ich hier im Grunde ein Element, bis da... Ah, da sind schon 2 jetzt. So, und ein bisschen drüber. So, hier kommt ein Element hin. Das läuft dann quasi hier so ein bisschen schräg hier vor. Nicht genügend Ressourcen. Moment, hier liegen so viele Ressourcen rum. Weil das muss ich ja nur mit einem Stock anzeichnen. Das ist ja das Gute. So. Gleich nochmal. Zack, zack. Und Holzzaun. Und das ist klar, warum ich da das eine draußen lasse. Ne? So, komm so nah ran, wie es nur geht. Hör auf zu atmen. Ja, Sabralot sagt man, ne? Sabralot. So, und ab da sind es 2. So. Genau, dann im Grunde von hier nur so ein kleines Stück. Ich sage jetzt mal, ab hier anfangend gehe ich jetzt ungefähr in dieser Schräge, ne, muss ich nicht, ne, das kann ruhig gerade sein dann, so ein bisschen gerade zum Haus. Machen wir dann quasi nochmal einen, den ziehen wir ein bisschen weiter vor. Das müsste eigentlich gehen. So, da ist jetzt natürlich blöd, ne, jetzt haben wir schon wieder keine Ressourcen. Sag mal. Und da liegen so viele Stöcke rum, also so viele Ressourcen im Grunde. So, jetzt
müssen wir mal gucken. Allerdings, wenn ich hier durchgehe und dann hier einen Stein habe, das ist ja auch blöd, ne? Okay, warte mal, dann machen wir das da. Nehmen wir mal deinen Hammer in die Hand. Das machen wir wieder weg. Und wir machen... Sekunde. Ja doch, hier drauf. Zäune, Holzzaun. Wir machen hier nochmal Holzzaun. Jetzt haut das bloß nicht kaputt, du, ich sag's dir. Zack. Und zwar gehen wir jetzt halt einfach mal nach dem Stein. Dann sind es halt da zwei Zäune, das ist ja egal. So, bis dahin. Und dann machen wir hier quasi so einen Durchgang. Das müsste eigentlich passen. Dann hier nach vorne, so dass wir ungefähr gleich sind damit. Genau, da gehen wir ans Ende von dem Stein. Weil dann hätten wir nämlich hier so eine Art Schießübungsstand. Jetzt bin ich mal gespannt, wenn das dann fertig ist, ne? Dann kann ich hier im Grunde meine Zielübungen auch machen. Jetzt bin ich mal gespannt, wie viele Meter das sind. 100% Genauigkeit, Entfernung 8,9 Meter. Spann mal nach. Ich bin gespannt, ob ich das da hinten auch mit 100% treffe. Ah, 85%, aber 18,5 Meter. Das ist schon Wahnsinn, ne? Wie man sich da verschätzen kann. Ich hätte jetzt gedacht, es sind über 20 Meter. Und dabei waren es nur 18,5. Naja, gut. Aber die Dinger werden wir aufbauen. Ich brauche halt nur für den Zaun Bretter. Und zwar für jedes Element brauche ich hier 6 Stück von diesen Brettern. Heftig. Echt heftig. Und daher hätte man halt dann immer noch einen Durchgang, wo man dann schön durchlaufen kann. Weil schießen tut ja hier eh keiner. Außer mir. Na gut. Ein Feld müssen wir auch nochmal anlegen. Wie gesagt, das ist... Da ist noch einiges an Arbeit für uns. Okay, wenn euch das, wenn euch der Part heute gefallen hat, dann lasst mir gerne ein Like da, lasst mir gerne Kommentare da. Und dann täte es mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder dabei seid. Insofern macht's gut, schönen Tag, schönen Abend, schönes Wochenende, was auch immer. Ciao, ciao.